Herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal Clash With Me, Your Village. Da stelle ich eure Dörfer vor. Ihr könnt ja vielleicht unten in die Kommentare euren Clan und euren Namen schreiben, damit ich das vielleicht auch in der nächsten Folge bewerten kann. Ja, das ist hier die erste Folge. Und ich mache mal den Ton an. Und heute geht es ausschließlich um den Clan. Sonst frage ich vielleicht auch noch mal im Global nach, wer so gerne bewertet werden möchte vielleicht. Ja, genau, das ist mein Dorf. Ja, die Mauern, mit denen hänge ich halt noch nach. Aber sonst ist das eigentlich ganz okay. Level 76. Truppen, Packer mache ich gerade auf 2. Ja. Auch die Kriegssterne finde ich eigentlich ganz okay. 255 für das Level ist das noch vertretbar. Ja. Genau, ich fange einfach mal an. Der Clan Second Army. Ja, da bin ich gerade drinnen. Eben vorhin reingekommen. Ist halt noch im Aufbau. Ab Level 50. Hier könnt ihr lesen. Könnt ihr vielleicht auch gerne reinkommen. Ich fange mal mit Imperge an. Auf Level 62 sind ihre Truppen okay. Sie hat noch keinen Packer. Dafür ist bei ihr das, was bei mir schlecht ist, gut, die Mauern. Kriegsstern hat sie jetzt noch nicht so viele. Aber für Level 62 ist es schon ein ziemlich gutes Dorf, finde ich. Ja, vor allem die Mauern und die Bogenschützentürme auf Level 8. Magiertürme Level 4 ist auch noch vertretbar. Ja, ihre Truppen, ich glaube, daran liegt auch, dass sie nur 62 ist. Wie gesagt, noch kein Packer. Den King auch noch auf 3, aber das ist, denke ich mal, mit Level 62 noch voll in Ordnung. Sonst ihre ganzen Truppen auf 4. Heiler 2, das ist ganz gut. Dunkle Truppen müssen eben hochgemacht werden. Hier im Labor wird auch was gemacht. Ja, die dunklen Truppen müssen hoch, sonst eigentlich ganz okay. Bis auf Bogis und Barbaren, die könnten vielleicht schon auf Level 5 sein. Ja, genau. Das ist schon mal die eine. Dann Money Boy. Level 75. Sein Dorf. Recht interessant, wie ich finde. Seine Minenwerfer und seine Magiertürme finde ich noch nicht so gut. Dafür aber auch seine Mauern sehr gut für das Level. Die Bogenschützentürme auch fast alle auf Level 10. Ebenso eine Kanone auf 10 ist schon ganz gut. Seine Truppen, ja, sind auch echt für Level 75 schon ziemlich gut. Den King schon auf 10. Schweine auf 3, Wut auf 5, gut, das hätte ich auch machen können, ich habe mich aber dann für Packer entschieden, die hat ja auch schon auf 2. Die Truppen hat er ziemlich ähnlich wie ich, nur dass ich Kobolde nicht hochgemacht habe, die brauche ich nämlich nicht. Und dann die Luni ist noch auf Level 4. Und eben die Dunklen habe ich alle auf 1 noch, das muss ich auch mal dringend ändern. Blitz hat er auch schon auf 5, also das sind schon ganz gute Truppen. Auch seine beste Bilanz ist schon ganz gut für das Level. Sterne sind auch in Ordnung. Ja. Dann habe ich noch einen zweiten Account, der ist nicht so stark. Aber der Clan, in dem er ist,
Der Clan ist mein Stammclan gewesen. Bis ich mich dann für den Clan hier entschieden habe. Also, beziehungsweise ich war in einem anderen Clan. Da wurde ich leider gekickt, weil ich irgendwie in einem Clan-Krieg nicht dabei war. Das fand ich nicht in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Ja. Ihr habt gerade mein E-Mail-Konto gesehen, aber solange ihr nicht das Passwort kennt, ist es ja eigentlich nicht so tragisch. Ich vertraue euch da auch mal schön. Ja, das hier ist der Clan. Mein früherer Stammclan. Eigentlich auch echt in Ordnung. Ja, ich bin Lord Yellow. Mein Dorf für Level 26, glaube ich, recht in Ordnung. Ja. Mauern bin ich gerade am Hochmachen. Und sonst sonst ist das auch eigentlich ein ziemlich guter Clan, wie ich finde. Ich muss mal Truppen ausbilden. Der Anführer, Sir Henry. Also wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, da bin ich auch noch drin. Also dem Clan könnt ihr auch gerne beitreten. Könnt euch auch hier oben mal durchlesen. Levelbegrenzung gibt's, glaube ich, jetzt eigentlich nicht. Also hohes Level ist natürlich, macht einen besseren Eindruck. Ihr solltet über 16 sein, auf jeden Fall, wenn ihr im Krieg dabei seid, angreifen. Das ist ganz wichtig. Ja, sonst. Während des Krieges wird für gewöhnlich nicht angenommen. Weil uns da das Risiko einfach zu hoch ist. Also, wir haben meistens abends den Krieg, also fragt am besten so zwischen 8 und 9 an, weil da sind wir meistens noch auf Suche oder der Krieg ist gerade zu Ende und da habt ihr die besten Chancen reinzukommen. Oder einfach, wenn wir eine offene Phase haben, haben wir auch auf Suchen wir neue Member, könnt ihr euch mal überlegen, reinzukommen. Ja. Ich hatte letztes Mal ein bisschen ärgerlichen Angriff. Ich weiß nicht, ob es in dem Clan-Krieg war. Es müsste in dem Clan-Krieg gewesen sein, mit dem zweiten Clan hier. Haben wir leider knapp verloren. Nein, das war nicht der. Da hatte ich nämlich ein 98% Angriff von 1 Stern. Das ist immer ziemlich mies. Genau. Ihr seht gleich meine normale Taktik eigentlich. Diese Taktik höre ich eigentlich immer. Und zwar, wenn der Gegner seine Luftabwehr nicht so gut ist oder außen stehen hat. Also hier natürlich auch die Clan-Truppen rauslocken. Und dann mit Magiern meistens vernichten. Das Dorf ist auch nicht das Beste, muss ich zugeben. Dann komme ich mit Riesen, um die Verteidigung abzulenken. Hab noch Schweine in der Clanburg, meistens mit Blitzzauber auf eine Lufttruppe. Und dann mit Loons und die Riesen lenken halt so etwas hier wie Bogenschützentürme oder so ab. Dann kümmern sich die Loons um den Rest. Das ist natürlich ärgerlich, wenn dann eine Luftbombe dort ist. Da war es dann unglücklich. Aber dann kam eben noch die Magier, die erstmal da hinten alles zerstört haben. Aber das hat ihnen zu viel Zeit gekostet. Wie ihr gleich sehen werdet. Natürlich unglücklich. Dann
haben die Magier es auch noch geschafft, alles zu zerstören, bis auf das Rathaus. Das ist dann natürlich meistens ziemlich ärgerlich. Da wäre noch eine Bombe gewesen. Ich weiß, vielleicht wäre noch ein Magier gestorben. Aber sowas ist natürlich dann schon ärgerlich. Gut, ich glaube, das reicht doch erstmal. 10 Minuten ist eine ganz gute Zeit. Und ja, wenn ihr den Wunsch habt, auch mal bewertet zu werden, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Oder vielleicht treffe ich euch auch im Globalen. Hier unsere Beste aus dem Clan. Auch das Mauerproblem, die Mauer noch nicht hoch. Aber sonst ist sie eigentlich ziemlich gut. Ja, genau. Das war's dann auch eigentlich. Und bis zum nächsten Video.